Am nächsten Morgen alarmiert eine Eventmanagerin aus Köln-Ehrenfeld die Polizei wegen eines Einbruchs nach einer Veranstaltung. Vor Ort erwarten Peter Rothmeier und Janos Haas einige Überraschungen. Guten Tag, komm auf. Hey, hallo. Schönen guten Tag, die Polizei. Hatten Sie jetzt angerufen bezüglich des Einbruchs? Richtig, weil ich war hier mit meinem Ex-Mann verabredet und wollte ihm eigentlich die letzte Rate geben und habe aber festgestellt, dass die Tür offen ist, okay. Also aufgebrochen. Und ich wollte eben nicht reingehen, weil ich Angst habe, dass vielleicht noch der Täter mit da sein kann. Okay, ja, also und Sie sind die Inhaberin hier von dem Etablissement. Ja, also es war mal unser beider, aber ist ein Veranstaltungssaal. Sind Sie gerade hier angekommen und die Tür stand offen? Richtig, oder? Genau. Also ich bin mit ihm verabredet gewesen, weil, wie gesagt, es war halt mal unser beider. Ja. Aber durch die Trennung zahlt sie nicht aus. Und Sie waren jetzt noch nicht drin gewesen? Nein. Wichtig ist für mich, wie kommen Sie darauf, dass der Täter noch vor Ort ist? Naja, weil das aufgebrochen war und Weiß ich nicht. Also, wenn jetzt keiner drin ist, haben Sie was gehört? Vermutung? Nein, ich habe nichts gehört. Okay. Also nicht wirklich. Also, dann gehen wir vor. Ja. Wenn es nur eine Vermutung ist, hoffe ich mal, dass keiner mehr vor Ort ist. Ja. Mhm. Am besten kommen Sie mal mit. Sie bleiben hier, ja? Okay. Ich warte hier. Ja, aber Sie folgen aber bitte im gebührenden Abstand. Ne? Der Kollege und ich, wir gehen vor. Ja? Ja. So, pass auf. Ich nehme Waffe, du vielleicht das RSG. Da haben wir eine Mischbewaffnung, das ist das am besten. Einbruch TO bedeutet, dass der Täter vor Ort ist. Dementsprechend müssen wir da besondere Vorsicht walten lassen. So, hier ist noch ein großer Raum. Polizei? Ach, hier geht's noch weiter runter. Das ist aber ganz schön riesig hier. Ja. Ich guck da einmal hier rein. Hier ist nix. Da liegt jemand. Okay. Oh, Scheiße. Kennen Sie die Person? Ja, natürlich. Das ist meine Tochter. Das ist Ihre Tochter? Lara! Hallo? Hallo? Oh Gott, Engel, was ist? Wo jetzt hat sie? Hören Sie mich? Hallo? Hallo? Hofmann RTW direkt. Ist sie denn verwundet? Arnold für die 1536, kommen. Oh Gott. Arnold, ist alles in Ordnung? Ja, wir haben einen Einsatzort, eine bewusstlose weibliche Person. Wir brauchen einmal ein RTW. Des Weiteren wird vermutet, dass der Täter verortet ist, hatten bisher aber noch keinen Täterkontakt. Komm. Habe ich mit. RTW kommt. Aber auf jeden Fall haben wir hier, da liegt Blut am Boden. Ja. Guck mal, ist sie am Hinterkopf verletzt? Alles gut. Wie heißt die Dame? Lara. Ja, hier Lara. Ist auch Blut überall. Lara, können Sie mich hören? Als die Sanitäter eintreffen und die Tochter versorgen, inspirieren die Kommissare weiter die Räumlichkeiten. Schnell wird ihnen klar, worauf es der Täter abgesehen hat. Der Tresor, der wurde wahrscheinlich aufgebrochen. Was haben Sie denn da drin gehabt? Die Rate, weswegen mein Ex-Mann hier ist. Wie viel Kohle ist denn das? 15.000 Euro. Okay. Wie viele Raten geben Sie ihm denn noch? Das ist die letzte. Das ist die letzte? Ja. Okay. Und dann ist er ausbezahlt? Ja. Also da ist eigentlich sonst immer die Tageseinnahmen mit drin. Ja. Und obendrein ist da noch ein Erbstück meiner Großmutter. Also das ist eine, was ist das für ein Erbstück? Eine goldene Halskette ist das. Goldene Halskette. Aber guck mal hier, ohne Scheiß, ne? Ist da irgendwas zu finden an Spuren? Die Polizisten folgern, dass der Dieb die Zahlenkombination kennen muss. Wollte er es nur so aussehen lassen, als wäre der Tresor mit Hilfsmitteln aufgebrochen worden? Noch bevor die Beamten der Frage nachgehen, hören sie ein Stöhnen. Da hinten liegt einer. Junger Mann. Hallo. Lutz? Wer sind Sie? Das ist mein Mitarbeiter. Kennen Sie? Ja, Mitarbeiter? Lutz. Warum sind hier Bullen? Hier wurde eingebrochen, Lutz, anscheinend. Und wie eingebrochen? Na, die Tür ist aufgebrochen. Und der Tresor ist aufgebrochen. Hä? Wie? Das ganze Geld ist weg und... Setzen Sie sich mal hin. Lara ist verletzt. Mal gerade hinnehmen. Welches Geld? Also... Warte mal. Schlaftabletten. Lutz? Schlaftabletten? Haben Sie die zu sich genommen? Schlaftabletten, ja, habe ich. Okay. Ganz schön getankt, wa? Darf ich Sie kurz stören? Ja, ich habe es gerade schon gesehen. Okay. Darf ich einmal? Hä? Ich bin mal so frei. Die gehört nicht mir. Ja, das nehme ich an. Kennen Sie die Kette? Das ist die Kette meiner Großmutter, ja. Okay. Deswegen war ich gerade etwas schockiert. Das ist die Kette Ihrer Großmutter, alles klar. Wie kommen Sie an die Kette? Welche Kette? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wirklich.
Oh. Lutz, kannst du mir bitte erklären, was hier passiert ist? Was? Lara ist verletzt. Sie wurden anscheinend niedergeschlagen. Liegst hier, Heavy. Aufgebrochen. Das ganze Geld ist weg. Ich bin total sprachlos. Lutz, welches Geld? Zeigen Sie mir einmal Ihre Hände. Okay, da ist überall Blut dran. Wie lange sind Sie denn schon hier? Oh, ich habe einen Schlafplatz gesucht und bin hier reingekommen, weil hier noch die Tür offen stand. Was sagen Sie? Ich bin hier reingekommen, weil ich einen Schlafplatz gesucht habe, aber woher kommt das Blut an meinen Händen? Haben Sie einen Schlüssel hier für die Lokalität? Nee. Hat er nicht? Nein, nur meine Tochter. Und wie sind Sie dann hier reingekommen? Ja, ich habe einen Schlafplatz gesucht und meine Freundin, die hat mich rausgeschmissen und was soll ich machen? Ich arbeite halt hier und mein Gott, ja, dann habe ich mich halt hier hingelegt. Und ich verstehe auch nicht, warum stehen hier Bullen vor mir? Erstmal steht die Polizei vor Ihnen, nicht die Bullen, ja? Der Kollege hat eine Kette in der Hand. Die Kette ist aus dem Tresor hier. Keine Ahnung. Wie kommen Sie daran? Ich habe keine Ahnung, wo die Kette herkommt, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit dem Blut an Ihren Händen? Blut? Zeigen Sie mal Ihre Hände. Da ist ganz offensichtlich Blut dran. Ich habe keine Ahnung, das ist nicht mein Blut. Ich habe keine Ahnung. Okay. Wo ist Blut hier? Pass mal auf. Baseballschläger haben wir auch. Es ist so. Im Foyer da unten liegt die Tochter der Inhaberin hier. Lara. Niedergeschlagen. Wie? Ganz genau, die Lara, die liegt da mit einer klaffenden Wunde am Hinterkopf. Jetzt finden wir natürlich Blutanhaftung an ihren Händen, den Baseballschläger mit Blutanhaftung und Diebesgut. Diebesgut, aber ich habe damit nichts zu tun, wirklich. Zeigen Sie mal das Tattoo. Das sieht doch ganz frisch aus, oder? Ja. Machen Sie mal bitte die Folie ab. Och, nee, Doch, das machen Sie jetzt mal. Das ist doch noch so frisch, das Tattoo. Ja, ich möchte auch ausschließen, ob eventuell das ganze Blut hier nur von Ihnen stammt. Was ist das denn? Okay, was steht da drauf? Zeigen Sie mal. Zeigen Sie mal. Hier, bitte. Das ist doch für die Lara. Ich finde, Lara ist so ein nettes Mädchen. Lara und steht da drauf. Ja, und ich finde die so hübsch und... Du meinst meine Lara? Ja, wirklich. Das ist so ein Lutz. War das auch gerade das Mädel, von dem Sie erzählt haben, wo Sie Streit gehabt haben und dann hier den Unterschlupf gesucht haben? Nein, das ist meine Freundin, die Emmy. Hat der Angestellte die Tochter vielleicht doch aus Wut über ihre Abfuhr niedergeschlagen? Die Verletzte ist inzwischen ansprechbar. Haben Sie den Täter gesehen, der sie niedergeschlagen hat? Nein, der kam von hinten. Das heißt, überhaupt keinen schemenhaften Eindruck vom Täter. Können Sie gar nicht beschreiben? Nein, ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Jetzt haben wir den Lutz bei Ihnen da in der Kneipe getroffen. Schauen Sie mal, wäre er das gewesen? Nein. Okay. Sowas macht er nicht. Also, ich habe was mit ihm gehabt, deswegen denke ich auch nicht, dass er es sein könnte. Er hat mir gestern seine Liebe gestanden und dann habe ich ihn in den Wind geschossen. Dann hat er mir sein Tattoo gezeigt mit meinem Namen und ich wusste auch gar nicht, dass der jetzt hier war. Also ich kann mir das auch gar nicht erklären. Also er würde das nicht machen. Können Sie das zu 100% ausschließen, dass er das war? Ja. Okay. Was hältst du eigentlich von dem Ehemann? Er ist ja gar nicht in Erscheinung getreten. Ne? Bisher nicht, aber er hätte auf jeden Fall ein Motiv, weißt du? Er schuldet ihr zum einen 15.000 Euro. Nee, sie schuldet ihm 15.000 Euro. Das ist ja genau die Summe, die im Safe war, weißt du, die entwendet wurde. Ja, aber die kriegt er ja auch, die wollte sie ihm ja geben. Warum soll er dann einen Tohuwabohu veranstalten? Vielleicht wollte er irgendwie doppelt Cash machen, sich die Kohle schnappen, abholen. Und dann noch mal im Nachgang zu ihr gehen, ja, hör mal, die Schuld ist mir noch 15.000 Euro und dann sozusagen in Summe 30.000 Euro machen. Und dann nimmt er einen Basie und streckt da seine Stieftochter nieder oder was? Oder vielleicht doch, das weiß ich ja gar nicht. Also ich halte das schon auf jeden Fall für ein Motiv. Lass uns den mal vorknüpfen. Eine Frage habe ich noch. Die Lara, ist das eine gemeinsame Tochter von Ihnen? Nein. Sie stammt aus meiner Ex-Ehe. Okay, also Ihre Stieftochter dann? Ja. Aha. Was haben Sie in der Tasche drin? Meine Papiere. Okay. Was haben Sie da an den Fingern? Das irgendwie sieht mir ein bisschen nach Blut aus. Zeigen Sie mal Ihre Hände komplett. Für mich sieht das nach Blut aus auf jeden Fall. Passend zum Baseballschläger. Haben Sie uns irgendwas zu sagen? Farbe vom Malen. Vom Malen, okay. Ja. Das glaube ich Ihnen schon mal jetzt nicht. Was haben Sie in der Tasche? Meine Papiere. Geben Sie uns die freiwillig die Tasche oder müssen wir sie durchsuchen mit Zwang? Habe ich eine andere Wahl? Nö, eigentlich nicht.
Haben Sie richtig erkannt. Eine andere Wahl haben Sie nicht. Die Tasche sehen wir auf jeden Fall. Mit oder ohne Zwang bei der Sachlage hier. Guck mal bitte. Guck mal raus. Okay. Ich nehme an, das sind die 15.000 aus dem Safe. Mein Gott, ja. Was soll ich sagen, ja. Ja, jetzt ist auf jeden Fall die richtige Zeit für ein Geständnis. Ja, ich war drin am Safe, hab das Geld rausgeholt. Als Herr Wenzel im Flur auf die Lara getroffen ist, also seine Stieftochter, sie niedergeschlagen hat und dann sie im Nachgang erkannt hat. Er hat wahrscheinlich im Affekt gehandelt, das nehme ich ihm voll ab. Aber dann, als er sie erkannt hat, dann hätte er einfach die Tat abbrechen sollen. Dann hätte er Hilfe holen sollen, hätte sich um das Mädchen kümmern sollen und nicht seiner Geldgier hier freien Lauf lassen sollen und die Tat fortsetzen. Also das finde ich absolut moralisch verwerflich. Der Täter muss sich wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung verantworten. Er hatte sich gedacht, dass das Geburtsdatum der Tochter die Zahlenkombination ist.